Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railway Empire und einem neuen Szenario. Der Mittlere Westen, ich habe gehört, das soll schwer sein. Außerdem 1910, das möchte ich mir gerne mal angucken. Das heißt das Automobil. Die moderne Fertigung von Automobilen revolutioniert nicht nur die industriellen Prozesse, sondern auch die Art der Menschen zu reisen. Der Individualverkehr nimmt zu und steht in direkter Konkurrenz zum Passagiergeschäft der Eisenbahn. Doch der Rohstoffhunger der modernen Produktionszentren wird ebenfalls immer gewaltiger. Die Eisenbahnen müssen sich zwar umstellen, bleiben aber nach wie vor von größter Bedeutung. So, das soll schwer sein. KI-Stufe mache ich mal. Ja, stark von mir aus gibt es einen kleinen Bonus hoffentlich. Streckennetz wie immer komplex. Pausenbonus nehme ich auch normal. Ticketpreise nehme ich auch normal. Ich glaube, das ist ganz okay. Wir starten mit 800.000 in Chicago und müssen höchstwahrscheinlich Autos bauen. Den Fabrikanten nehme ich. Wir kriegen ja so ein bisschen mehr Geld für Frachtwaggons und wir werden noch eine ganze Menge Fracht hin und her fahren. Ich bin persönlich nicht überzeugt davon, ob diese einsame Art des Reisens in einem solchen Automobil erstrebenswert ist. Viel sicherer und bequemer ist es doch auf der Schiene. Aber wir können auch davon profitieren, da für Autos viele Rohstoffe benötigt werden. Und wie werden die wohl transportiert? Höchstwahrscheinlich mit der Bahn. Unsere Aufgabe ist es, erstmal drei Städte an das Streckennetz anzuschließen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Also wir können erstmal mit Chicago St. Louis beginnen. Ich setze so ein paar kleine Wegpunkte zwischendurch. Ich nehme lieber das Gelände mit, als hier viel zu graben. Dann wird es nicht ganz so teuer. Und so, das machen wir jetzt auch gleich mit einer zweigleisigen Trasse. Wir machen einmal so und einmal auch in die andere Richtung. Versorgungsturm bauen wir erst später. Erstmal will ich hier auch die Weichen hinmachen. Ich freue mich wirklich drauf, dass sie gesagt haben, irgendwann wird es Kreuzungen geben. Also am Ende so der Post-Release-Roadmap, da steht irgendwie bessere KI und Kreuzung. Das wird vieles einfacher machen. Mal sehen. Hier ein Richtungssignal. Und ach, das kann man eigentlich schon so machen. Und ich glaube, das hatten wir hier schon gesetzt. Sehr schön. Also Versorgungsturm. Setze ich mal hier auf das Signal drauf. Dann brauche ich das nicht löschen. Und hier drüben mache ich es genauso. Und dann haben wir schon die Möglichkeit, die beiden Städte ihre Waren austauschen zu lassen. Ich würde jetzt erstmal vielleicht zwei Züge fahren lassen. Vielleicht machen wir hiermit sogar schon so eine Festlegung auf den Bahnsteig, das war in Chicago, als auch in St. Louis immer auf 1 landen, damit die Frachtzüge immer auf 2 reinfahren können. Und da werden wir im Augenblick auch gar nicht so viel machen. Ich denke da an den kleinen Bahnhof hier. Und ich würde da jetzt fast mal sagen, ich mache das schon so mit einer Brücke. Damit die sich hier gar nicht kreuzen. Ein Signal hier reicht. Und dann haben wir hier unsere nächste Linie. Viecher nach Chicago. Wir haben nur die eine Lok. Und genau das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite mit Getreide. Ist allerdings der Weg ein bisschen weiter.
Tja, ach, hätte ich es mal so gelassen. Aber so ist eigentlich ganz okay. Kostet immer 60.000, ne, so ein Stück. Signale. Können wir hier ein paar mehr setzen. Und das hier ist ein Richtungssignal. Möglicherweise wäre es ganz gut, hier auch einen Versorgungsturm zu haben. Ich sehe schon, dass unser Geld gar nicht reicht. Wir werden hier mal wieder eine kleine Anleihe ausgeben. Und wir müssen beide Bahnhöfe noch aufrüsten. Das ist eine Sache, die ich ganz gerne vergesse. Mit einem Wartungsgebäude. Und ich denke mal, Chicago ist so groß, die können da 2 oder 3 Züge vertragen. Und St. Louis genauso. Gucken wir, 14 liegt hier gerade auf Lager. Versorgungsturm. Ich spare mir das noch. Der eine muss erstmal reichen, den wir da haben. So, St. Louis schrumpft. Das geht ihnen nicht gut. So, und die nächste Stadt, da muss man eben jetzt gucken, was man macht. Ich würde sagen, Grand Rapids, na, da müssen wir nicht über einen Fluss. Das heißt, wir brauchen keine Brücken. Das ist schon ziemlich groß. Das hat auch eine Brauerei, wo man wieder Getreide hinfahren kann, noch von der Farm, die wir schon haben. Toledo könnte Fleisch liefern, hier hätten wir auch Getreide. Wir können also auch die Farm anschließen. Na, weiß nicht, hier sparen wir natürlich den Bahnhof, müssen ein bisschen mehr Gleise legen. Also irgendwie so in die Richtung soll es gehen. Und die nächste Aufgabe, haben wir schon gesehen, ist 1913. Also jetzt noch 4 Jahre, 30 Ladungen Stahl und Benzin produzieren. Das wird eben in Chicago gebraucht für die Autoindustrie. Also die machen Stahl und Benzin zu Autos. Ein bisschen Stahl ist offenbar schon da, wo auch immer das herkommt. Und Benzin haben sie halt gar nicht. Und die Lager sind nicht groß. Ne? Also das ist 30, bedeutet, dass wir wirklich beides gleichzeitig brauchen. Denn die Industrie, die produziert dann einfach nicht weiter. Also wir können nichts transportieren, wenn es nicht produziert wird, weil keine Autos transportiert werden. Also wir müssen wahrscheinlich die Autos auch aus Chicago schon rausfahren. Also die anderen Städte müssen irgendwie groß genug sein, dass die auch Autos haben wollen. Und das ist ja im Augenblick noch nicht der Fall. Also hier muss man eine ganze Menge gleichzeitig machen und am besten jetzt schon anfangen und mal gucken, wo Öl ist. Das ist gar nicht gut. Alle 3 Ölquellen sind hier. Das sind bestimmt 300.000, 400.000. Und was haben wir noch? Wir brauchen Eisen, um Stahl herzustellen. Auch hier unten in der Ecke. Hier ist eins. Das ist so einigermaßen in der Nähe, das wäre okay. Hier oben ist eins, das kennen wir schon, ne, hinter Duluth. Und Kohle haben wir 2,4, also auch 3-mal auf der Karte. Einmal da oben und 2-mal hier unten und das auch. Und obwohl, der hier ist immerhin vor den Bergen. Also das wird hier, das hier wird zu teuer, ne, wegen dieser Hügel. Naja, also wenn ich sowieso hier hoch muss, kann man beides auch von hier holen. Aber das sind locker auch 400.000, nur eine Strecke, die man da ausgeben muss. Also da braucht man eine ganze Menge Geld. Am besten verdienen wir das hier. Irgendwie mit der Fleischindustrie. Können wir die jetzt kaufen? Nee, bringt nichts, ne? Ist aber gar nicht so teuer. Bin ich echt drauf und dran,
zu versuchen, die noch zu kaufen, bevor die so stark wird, dass er unbezahlbar ist. Er bietet jetzt mit. Dann geht er nochmal drüber. 400 gibt er aus. 450 habe ich nicht. Tja, jetzt hat er hier eine Fleischindustrie, die ich auch noch versorgen muss. Und ich sitze ganz schön in der Klemme, wenn er die nicht ausbaut. Wenn ich die versorge, was ich ja mache, weil ich damit Geld verdienen will und er... der rüstet die nicht auf. Dann sehe ich ganz schön alt aus. Naja, mal sehen. Mal gucken, wie es mit der Bierproduktion aussieht. Geht so. Vielleicht müssen die gerade warten, die Züge. Ich gucke mir mal an, was die hier für eine Streckenführung haben. Ja, auch auf Gleis 1 soll natürlich nicht sein, ne? Die müssen ja auf Gleis 2 landen. Und vermutlich ist das hier drüben genauso. Von der Walker-Zucht, die landen auf Gleis 1. Das ändere ich mir ganz schnell überall. Und hier könnten zwei Züge schon fürs Bier reichen. Jetzt haben wir hier die Stahlfabrik und müssen eben sehen, dass wir die anschließen. Aber ich glaube, Grand Rapids sollten wir zuerst machen. Kostet 100.000 dieses kleine Stück. Zum ersten Mal Städte mit Schienen verbunden. Ernsthaft? So, ich glaube ja, dass ich das schon ein bisschen öfter gemacht habe. Mallet, was kostet die? Ich will jetzt alles haben, obwohl, so viel Geld habe ich gar nicht. Ich will das doch nicht mehr haben. Da ist das Geld schon wieder alle. Ja gut, dann muss man eben jetzt warten, bis wieder ein bisschen was da ist. Ich denke mal, das nächste Stück sollte das hier sein. Seit 45.000 und bestimmt nochmal 60 dann die andere Seite. Ich würde es hier wieder mit so einer schönen Brücke machen. Und dann muss man jetzt immer warten, bis die paar Züge ankommen. Oder wir klonen die noch ein bisschen. Chicago, St. Louis, die fahren so Passagiere und Bier. Da könnte man vielleicht auch nochmal einen weiteren Zug nehmen.
einfach mal einen eingestellt, den weisen wir hier gleich zu. Waren die vielleicht ein bisschen schneller? Tja. Okay, dann warten wir eben. Und wir müssen aber dann auch hier in Grand Rapids ein Wartungshäuschen bauen. Also das wird schon alles ganz schön teuer. Und so verrinnt hier die Zeit. Ja, vielleicht können wir irgendwas machen, damit wir mehr Geld kriegen. Zugpersonal ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Wenn man Loks verkauft. Das haben wir hier, Bahnhofsrestaurant. Erhöht die Wartezeit. Wir müssen sowieso hier dran vorbei. Also gib her. Das haben wir hier, Rückerstattung. Bringt mehr Passagiere. Das hier bringt mehr Transportvergütung. Dann sollte das hier vielleicht der nächste Punkt sein. Und reicht noch nicht. Was haben wir denn sonst noch? Drei Städte, 120.000 Einwohner, das ist machbar. Automobile transportieren bis 1920, also von 15 an ungefähr, oder 13, wenn wir die anfangen zu produzieren, müsste auch machbar sein. Selber Automobile herstellen, okay. Aber das scheint mir in so weiter Zukunft, dass wir da eigentlich genug Geld haben, um das zu schaffen. Toledo soll wachsen auf 200.000. Das ist nochmal eine Herausforderung. Aber es geht sicherlich auch, die Konkurrenz aus dem Geschäft werfen. Okay. Muss mal sehen, ob wir das schaffen und pro Woche 6 Ladungen Benzin produzieren. Dann muss uns also auch die Raffinerie gehören. Auf dem Stück hat er die Signale irgendwie nicht parallel gesetzt. Geht das nicht? Doch, kann man löschen. Okay, so, kein Versorgungsturm auf der Strecke, da haben wir kein Geld, wie immer eigentlich. Die Frage ist halt, was machen wir hier mit dem Bier? Ist der Bierdurst in Chicago schon gestillt? Nee, noch nicht, okay. Und dann werden wir auch dafür Abnehmer finden. Ein Erfinder gibt uns Geld, ne? War das so? Oder ist es genau andersrum? Deine Freunde nahe bei nee. Dir, aber deine Feinde noch näher. Der Professor ist das, was ich jetzt gedacht habe, was mir gerade ein bisschen helfen könnte, an Geld zu kommen.